Hört ihr diese epische Melodie? Hört ihr den Singsang der Männer? Der Männerchor singt. Willkommen zu Skyrim. Aber nur eine Folge. Eine Folge, weil die Leute sich eine Folge gewünscht haben. Und deswegen schauen wir heute gemeinsam in Skyrim rein. Das Spiel habe ich damals 2011 Let's Played. Letztens habe ich mir zwei, drei Folgen angeguckt aus dem Jahre 2011. Und ja, ich bin ein komplett neuer Mensch. Also man merkt schon, YouTube hat mich ganz schön gebrochen und fertig gemacht. Meine Stimme hört sich 100 Jahre älter an und 100 Jahre depressiver. Aber nun gut, legen wir mal los mit einem neuen Spiel. Ich habe ein paar Mods drauf. Seid überrascht, wie bei mir Skyrim aussieht. Auf geht's! Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeeren-Met braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad.
Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? Ich bin unschuldig. Ich schwöre, ja, ich hab damit nichts zu tun. Ich bin kein Rebell, ich bin kein Dieb, ich bin nur so ein Typ. Ich war gerade auf der Durchreise und was bin ich denn? Fangen wir mal oben an. Bin ich ein Echsenmensch? Nein. Bin ich ein Dunkelelf? Nein. Bin ich ein schnöseliger Hochelf? Auch nicht. Ein Kaiserlicher? Nein, irgendwie fühle ich mich auch nicht wie eine Katze. Ich fühle mich wie ein Nord oder wie ein Ork. Das sind meine Lieblinge. Ich mochte schon immer die Orks und ich mochte schon immer die Nord. Aber ich glaube, diesmal bin ich auch mal Nord. In meinem ersten Durchgang, da war ich ein Ork. Aber jetzt fühle ich mich doch ein wenig mehr wie ein Nord. Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Ich glaube, ich bin ein Mann. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich fühle mich doch irgendwie sehr männlich. So, wir nehmen mal hier die Standardvariante. Wieso? Weil sie cool ist. Und wir machen uns schön hell, weil als Nord, finde ich, sollte man irgendwie so einen helleren Teint haben. Dann können wir uns hier ein bisschen alt und narbig und alles machen. Wir bleiben zart und jung. Ja, ein bisschen Schmutz brauchen wir auch nicht. Narben. Na, die sieht man ganz, ganz schwach. So ein bisschen. Ich habe schon den ein oder anderen Krieg hinter mir. Dann die Bemalung. Die sieht man deutlich. Die Hand, Alter, als hätte ich so eine Ohrfeige bekommen von einem riesigen Troll. Nein, 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 keine Hand, keine Hand. Ich finde das irgendwie ganz cool. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oder so ein Braveheart-Look. Obwohl, irgendwann wird es mir auf die Nerven gehen. Deswegen, ich bin einer ohne Bemalung. So, Nasenart, ganz, ganz wichtig. Die war nicht schlecht. Die ist ja furchtbar. Die meisten Nasen sind richtig schlimm. Irgendwie ist die hier ganz cool. Die hat so ein bisschen was Filigranes und Fieses. Die Nasenhöhe, warte mal. Ich glaube, die mache ich ein bisschen höher. So, die Nasenlänge. Mache ich ein bisschen kleiner. Dann mein Kiefer. Schön breit, maskulin breit. Ich bin so ein richtiger Brecher. Kieferhöhe. Na, lassen wir mal so. Dann, das können wir so ein bisschen nach vorne ziehen. Die Wangenknochen. Ja, man sieht schon, ich habe sehr, sehr viel in dem Spiel gemoddet. Sehr, sehr viel die Wangenfarbe. So ein bisschen dreckig. Obwohl, ich mag es eigentlich ganz gerne clean. Lachfalten. Na, braucht niemand. So, die Nasenfarbe. Die könnte ich so ein bisschen rot machen. Habe ich so eine schmutzige Nase? Ich glaube, ich mache sie so. Die Kinnfarbe. Auch hier können wir so ein bisschen Schmutz dran machen. Halsfarbe. Finde ich auch irgendwie ganz cool, wenn es hier so ein bisschen schmutzig ist. Und die Stirn, die lassen wir so. Gut, die Augen, die Augenform. Die sind schick. Die Augenfarbe. Ich mochte immer ein graues Auge. Alter, Bindehautentzündung. Gott, da kommen Erinnerungen hoch bei dem Spiel. Nehmen wir ganz blau mit einem grauen. Das ist auch richtig ekelhaft, oder? Richtig ekelhafte Augen. Bindehautentzündung des Todes. Im echten Leben habe ich ja grüne Augen. Vielleicht mache ich das Ganze so, obwohl blau gefällt mir bei einem Nord ein bisschen besser. Ich weiß noch, beim ersten Mal saß ich hier ewig. Wirklich, ich habe ewig lange hier rumgespielt. Die Augenhöhe. So, die Augenbreite. Ne. Ne. Machen wir mal so. Augentiefe. Lidschatten. Machen wir so. Ich bin so ein richtig abgefuckter Typ. Ich habe eine harte Woche hinter mir. Ich soll hingerichtet werden. Standard ist am besten. Die Höhe, wir können es ein kleines bisschen höher machen. Die Breite passt eigentlich auch so. Die Länge passt auch so. Der Mund. Der Mund. So richtige Knutschlippen. Hallo du. Ich bin Nord.
Ich nehme mir den hier. Warum haben die denn alle so vorgezogene Lippen? Oder hier der Standardmund. Der war eigentlich schon ganz gut, oder? Oder der hier? Der ist hübsch. Die Mundhöhe. Ehrlich gesagt ziehe ich das Ganze ein bisschen runter und das ein bisschen nach hinten, weil ich mag diese Knutschlippen nicht. So, dann hier auch ein bisschen länger. Dann schön nach vorne. So richtig maskulin. Make-up? Nein, danke. Machen wir so. Und die Haare. Ganz ehrlich, das hier ist die beste Frisur. Das hier ist wirklich mit Abstand die beste Frisur. Obwohl das hier auch irgendwie cool ist. Nur, das wäre so die Frisur, die Quantum gerade trägt. Ist nicht so meins. Muss jetzt nicht sein. Ich nehme die Standardfrisur. Ich finde die gut. Mir gefällt die. Obwohl die hier ist eigentlich... Hier geht eigentlich auch. Nee. Mir gefällt die am besten. Bei den Bärten finde ich persönlich... Warte mal, hier gibt es irgendwie noch so eine Mischung. Genau, den hier. Den finde ich super. Der gefällt mir und ich möchte... Ich möchte blond sein, oder? Ich meine, ich bin Nord. Ich nehme das hier. Das gefällt mir. Auf geht's. Noch ein Name. Wie nenne ich ihn? Steve? Nördling. Nordbert. Nordbert. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Ey! Wie ihr befehlt, Hauptmann. Freilassen! Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Ja, geil, ne? Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Na, scheiße. Ich will nicht zum Block. Ich hab Bock auf Freiheit. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen! Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Oh Mann, ich leide mit dir, Bruder. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ach, scheiße. Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord! Ich? Na, Moment, Moment. Die Reihenfolge geht doch von rechts nach links, oder? Also, da Kumpel. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Hey, die Reihenfolge. Block, Gefangener, schön weitergehen. Aber, warum ich? Wieso ich? Räumt wenigstens auf. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern, ein Drache! Ein Drache. Wie ist das möglich? Oh! Fällt das Ding! Schaffen, fängt die Stadt! Wie beim Reich des Vergessens! Hey, ihr Stammesbruder, hoch mit euch! Kommt schon, die Götter werden uns keine Zeit...
zweite Chance gewähren. Oh, scheiße, Kumpel, was ist hier los? Oh, ich bin noch ganz benommen. Ja, Ulf, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Der Jarl. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Ich würde sagen, ich gehe als erstes, weil... Wir müssen nur eine... Wow. Weil ich jung und schön bin. Ach du Scheiße, ein Drache. Ein scheiß Drache. Ladies first. Was zur Hölle? Okay, Kumpel. Der Sprung ging daneben, hä? Rennst jetzt hier wieder rein und gehst nochmal die Treppe hoch? Ah, okay. Alles muss man selbst machen. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich habe keine Drachenversicherung. Alles brennt. Warning, ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Thorolf! Alle Mann zurück! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Wäre gut. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atra. Ist ein guter Mann. Klar, er wollte mich eben gerade noch umbringen, aber hey, vergeben und vergessen. Oh fuck, ich bin nicht besonders nachtragend. Alter, dieses Mistvieh. Ich glaube nicht, dass diese Männer dieses Monster töten können. Ich bin immer noch gefesselt. Nein, ich kann mir keine Waffe nehmen. Ich bin absolut machtlos. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofigale. Ihr da. Los, in die Festung. Mit mir, Gefangener. Okay, oh Gott, ich weiß es nicht. Kaiserliche... Ich kann euch drinnen losschneiden. Er schneidet mich los, Kumpel. Na gut, wir zwei. Wir zwei. Jetzt bin ich doch bei den Kaiserlichen. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Schneide mich los. Auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Naja, dann muss man wohl weitermachen. Da muss man wohl weitermachen, seht, ne? Ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ich nehme erstmal hier ein bisschen Kleingeld mit. Dann hier drüben war schon irgendjemand dran. Ich bin ja schon dran, Kumpel, oder? Eine Ausrüstung. Was haben wir hier Schönes? Okay, ein Schwert und Schuhe und ein Schlüssel. Für die Festung Helgen. Und schwingt das Schwert ein wenig. Danke, darauf wäre ich nicht gekommen. Das Ding ist immer noch da draußen. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Ich spiele hier gerade mit dem Controller. Moment, hatte ich nicht noch einen anderen Helm? Hatte ich nur den hier? Na gut. Dann eben den hier. Zu den Waffen. Ich bin bereit. Für jeden Stich, mein Freund. Wir sind hier doch bestimmt nicht alleine, Kumpel. Na komm. Wir haben es eilig. Ein Drache ist da draußen. Schon vergessen? Los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Gebt mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Leben kriegt ihr uns nicht. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Hey, wir können verhandeln. Kaiserliche. Ja. Wir können verhandeln. Jetzt zeig mal, was du kannst, Kumpel. Oh, shit, Alter. Da spritzt aber ganz schön die Suppe raus. Er will hier durch.
Okay, hier geht's wieder raus. Alternativer Weg. Ganz schön schmuddelig hier drin. Ich bin froh, wenn wir hier rauskommen. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Ist da jemand? Was war das? Da ist jemand! Okay, die haben mich gesehen. Ich hab's mal versucht. Und zack, Alter! Er tanzt um den Tisch. Bringt ja aber nix. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Ich nehme alles mit, was ich irgendwie nur in die Finger kriegen kann, Kumpel. Selbst das Bügeleisen deiner Mama. Damit werde ich den Drachen bewerfen und erschlagen. Kaninchen. Fasan. Richtiges Festmahl. Okay, hier drüben im alten Fass. Tränke. Nehmen wir alle mit. Tränke sind immer ganz gut. Die Säcke sind leer. Der Sack ist leer. Und fertig. Hier entlang. Gut. Brüll nicht so rum. Ich habe zwei gesunde Ohren. Hier drüben. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Komm schon. Es gibt keinen Kopf. Wird hier rumgefoltert? Ich halte mich mal raus, ne? Oh, eine Frau. Ja, die mache ich tot. Gegen eine Frau kann ich vorgehen, da traue ich mich. Lehren, mich zu hintergehen. So, was haben wir hier? Eine Axt? Nee, ich bleib beim Schwert. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Okay, was haben wir hier? Ein Buch. Ein geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches. Band 1. Ja. Oh Gott, ich nehm's mit. Bücher bringen immer ganz gut Geld. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ich gehe erstmal hier drüben hin, denn hier bekommen wir was Leckeres. Ah, das Knacken, ne? Da denkt man direkt an Dying Light. Und wenn man Dying Light spielt, denkt man direkt an Skyrim. Ihr habt nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sag... So, warte mal. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich alles mit. Angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Naja, wenigstens einer. Nehmt all meine Sachen, bitte. Ja gut, mache ich auch. Guck mal hier, das nehme ich mit. So, noch ein Buch. Schnappt euch, was ihr... Und Dietrich und Heiltränke und so. Nehme ich alles mit, Kollege. So, Magie. Magie ist was, das ich persönlich immer sehr, sehr geil fand. Wir können mal hier die Flammen mitnehmen. Und ich glaube, wir haben eben gerade noch ein Buch eingesammelt. Da können wir dann einen neuen Zauber lernen. Wartet mal. Objekte, Bücher. So. Hier drüben. Funken. Das war, soweit ich weiß, ein Elektrozauber. Und dann gehen wir hier mal zu den Waffen und nehmen mal hier den Kolben. Den harten Kolben, den nehme ich mit. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Wir kennen Geheimgang, alter Mann. Ein geheimer Geheimgang. Wir müssen uns nur durchmetzeln. Was haben wir hier? Ein Skelett und Knochenmehl. Eine schäbige Robe. Da muss ich passen, Kumpel. Warum haben Skelette eigentlich noch Geld? Wo steckt das denn? Wo steckt bitteschön das Geld? Und jetzt, Hatwa, du alte Hundelunge. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Freiheit oder Sogengarde. Brenn, Mädchen, brenn! Macht sie kalt! Ich will das Geld. Haben kein Geld. Okay, da drüben sind Bogenschützen, wir müssen weg. Achtung, Vorsicht. Oh, das Stöhnen.
Okay, mein Mana ist gerade verbraucht. Aber der stellt sich ja hier freiwillig ins Öl rein. Also, ist ein netter Typ. So, Munition nehme ich mit. Und den Bogen nehme ich auch mit. Ich werde euch in Stücken sehen. Sehen wir mal, ob wir einen Weg herausfinden können. Ich würde mal sagen, wir haben den Folterknecht verloren, oder? Denn der war ja eben gerade noch irgendwie hier am Start. Wahrscheinlich wurde der Mann erschossen. War ein guter Mann. Ein verdammt guter Mann. Okay, ab durch die Höhle. Die Höhle ist die Hölle. Also bis jetzt keine Drachenaktivitäten. Was schon mal gut ist. Wir gehen hier lang. Yep, hier sind wir richtig. Oh, was haben wir hier? Ein wenig Bares. Ein bisschen Taschengeld zum Mitnehmen. Und Spinnen. Waren das nicht diese Frostspinnen? Oh ja, Frostbiss. Genau, so hießen die. Widerliches Ungeziefer. Am besten niederfackeln. Ja, kommt, sammelt euch hier. Ihr Scheiß. Widerlichen Spinnen. So. Wir nehmen alles mit. Da soll ich reinlangen? Spinnenei. Die kloppe ich mir später in die Pfanne rein. Was war denn das eben gerade? Ist da eben gerade eine Leiche irgendwie runtergefallen? Ab und zu fallen hier auch Leichen von der Decke. Oh, nehme ich mit. Ein bisschen Beef Jerk. Ein bisschen was zum Abjerken. Hier drüben hängt eine Leiche zum Beispiel. Boah, war ein Dieb. Wie sich hier immer alles bewegen muss. Selbst das Gerippe. Warte mal, wir gehen hier hoch. Moment. Hier so hoch, hier so rum. Wir können auch mal so, dann hat man ein bisschen Übersicht. Na komm, gib mir das. Ich brauche Geld. Geld und Wein. So, 42. Wow! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Alter! Gott, Winnie Pooh! Da bekomme ich einen Herzkasper. Ich dachte so, normalerweise war doch hier immer ein Bär und auf einmal steht der hier drüben. Ich habe mich eben gerade mega erschrocken. Wie es scheint, ist der Drache immer noch da draußen. Und sorgt für Tod und Verderben. Endlich ein Ausgang. Nix wie raus hier. Auf nach Himmelsrand. Frische Luft. Wartet! Taschendiebstahl? Nee, danke. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, aber Kumpel, ich meine, ich kenne hier niemanden. Ich dachte, wir beide, gemeinsam, als Team. Nein, keine gute Idee. Wir würden hervorragend funktionieren. Gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Na, da bin ich noch unentschlossen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Ich glaube nicht, dass die Rebellen einen Drachen besitzen. Ich würde sagen, der Drache hat unabhängig interagiert. Boah, ich liebe dieses Spiel. Das Spiel hat so eine ganz eigene Magie und Faszination, finde ich. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Kann ich nachvollziehen, Kumpel.
die Berge, oder? Extrem geiles Spiel. Dies Wächtersteine. Sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Nun, im Moment bringt's mir doch eh nichts, oder? Was habe ich hier? Ein Alles Magier, klar. Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Ich finde Magie mega geil. Ich finde Magie wirklich mega, mega geil. Okay, da unten sitzt noch so eine Jägerin. Die ist aber erstmal uninteressant. Und Kumpel, du wolltest doch alleine gehen, oder? Und jetzt hier, wir beide, Dream Team. Wir harmonieren einfach. Chotwa. Chotwa. Und Nordbert. Wer hat sich nur diesen Namen überlegt? Habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient? Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Naja, ehrlich gesagt, ich sehe aus wie ein Kaiserlicher, oder? Die würden niemals merken, dass ich gar nicht dazugehöre. Woher seid ihr gekommen? Oh, fuck, Wölfe. Burn! Jetzt gehört ihr mir. Ah! Gern geschehen, Kumpel. Jo, Fell nehmen wir mit, Leder nehmen wir mit. Ist immer gut, kann man brauchen. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Ich bin froh, wenn wir endlich da sind. Mir tun die Füße weh. Ich hab Hunger und bin müde. Es war ein langer, harter Tag. Ein Drachenangriff. Beinahe hingerichtet. Ja, doch. War kein guter Tag für mich. Flusswald. Ein wunderschöner kleiner Ort, oder? Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Wollen wir Hühner töten? Nein, sowas macht man nicht. Man tötet keine Hühner. Onkel Alvor, hallo! Hatwa? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Psst, Onkel, bitte, sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Genau dann glauben wir dir. Wenn wir alle tot sind, sagen wir, Mensch, die Alte aus dem Zehntal Dorf. Zehntal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Die hatte recht. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Alles klar, gut. Streitereien unter Männern geht mich nichts an. Absolut nein. Sigrid, wir haben Besuch. Sigrid, ich will eine Suppe. Und wer bist du? Hatwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius' Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen.
Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Indem ich euer Brot, euer Käse nehme? Na gut, er will uns alles geben, dann sage ich mal nicht nein und lang kräftig zu. Ich nehme mir alles mit, oder? So. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Nun, ich gebe mein Bestes. Also, wie komme ich hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, und der Jarl, wie ist er so drauf? Jarl Balgruuf. Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Okay. Und ihr unterstützt das Ganze? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Na gut. Und deine Schmiede, alter Mann, darf ich deine Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Natürlich. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Nun, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Also, ich darf mich hier komplett bedienen, ja? Das bedeutet, ich darf mir aus irgendeinem Grund, ja, das Taschengeld von der Kleinen nehmen. Ups, es ist weg. Ja, dein Taschengeld ist weg. Und hier drüben, die paar Kröten, die da rumliegen, weg. Ich bin wie die Bank. Ja, halt bitte den Sack offen, während ich euch ausraube. Das wäre sehr nett, Mädchen. Das wäre sehr, sehr nett. So, passt doch auf. Was haben wir hier unten? Was habt ihr hier so Schönes? Stehlen. Irgendwie auch merkwürdig. Die eine Hälfte ist Diebstahl, die andere Hälfte ist legitim. Ach, da ist dein Taschengeld. Tja, jetzt ist es weg. So schnell kann es gehen. Fühlt euch wie zu Hause. Gut, ich bin hier durch. Was mit dir? Hat war? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hierbleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Natürlich. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Rebellen einen Drachen haben. Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden. Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben.
Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Na, ich denke darüber nach. Natürlich, das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. Also wie gesagt, ich bin nicht so wirklich überzeugt. Ich bin kein Mensch, der Befehle gerne annimmt. Nein, ich bin kein Soldat. Ich bin Freidenker. Hey, Schmiedemeister! Normalerweise hat er eine ganz witzige Mission, wo man den Dolch anschärfen kann und einen herstellen kann und so. Alter, das Efeu. Sieht das nicht geil aus, oder? Ich find's krass, was die Modder alles für dieses Spiel hier machen. Ist schon wirklich ein wunderschönes Spiel. Und es sieht bei jedem anders aus, der sich ein bisschen mit den Mods auseinandersetzt. Hey, du! Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Oh, ich hab dein Haus leer geräumt. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ach, der hat ja gar keine Mission. Ja, dann tschüss. Vielleicht, wenn man den anderen Verlauf nimmt, kann man hier einen Dolch herstellen. Kann es sein, dass es schon langsam dunkel wird? Wir können auch hier an der alten Sägemühle rumspielen. Passt mal auf. So, ich nehme jetzt hier so einen Baumstamm. Ich bin ja ein starker Junge. Ich habe ja heute Morgen gut gefrühstückt. Den hief ich einmal hier raus und dann einfach hier rüber. Bums. Kann man hier so den Hebel umlegen. Zack. Und dann sägt er hier einmal durch. Was erstaunlich lange dauert. So lange, dass wir ganz schnell uns hier noch umziehen. Moment. So. Denn wie gesagt, ich bin ja ein Magier. Und jetzt wird hier rumgesägt. Ich sag ja, dieses Spiel muss man einfach lieben. Man muss es einfach lieben. So. Gut, genug ehrliche Arbeit. Wir ziehen mal weiter. Wir ziehen mal in die große, weite Welt hinaus. Wir können auch hier einfach stehen bleiben und dann verstreicht die Zeit. So kann man, by the way, auch speichern. Ah, dieses Spiel ist einfach so super. Die Soundeffekte, die Musik, auch die Stimmen und die fliegenden Hasen. Ja, ganz, ganz wichtig. Nicht wahr? Oh Gott, ich bin echt ein brutaler Typ. Meister Lampe. Einfach weggebrutzelt. Der Hase ist gut durch. Nur ein bisschen mehr Ausdauer könnten wir gebrauchen. Also, Sprinten ist nicht so wirklich drin für mich. Ja, Ausdauer niedrig. Kleinen Break. Oh, wow. Wölfe. Zack. Gibt's direkt ein Ding auf die Schnauze. Oh, ich liebe dieses Spiel. Besonders gerne moddig. Also, das gefällt mir immer ganz gut. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ja, wie gesagt, nicht mein Problem. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Ich hab nur einen Verbündeten da draußen und der heißt Nordbert. Der gute alte Nordbert. So, Weißlauf. Das ist unser wunderschönes Weißlauf. Die Dämmerung hat eingesetzt. Ich meine, das Spiel ist aus dem Jahre 2011. Und das ist ja auch immer eine ganze Weile in der Entwicklung, so ein Spiel. Kommt also nicht in dem Jahr raus, wo es entwickelt wird oder wo die Entwicklung beginnt. Und trotzdem, finde ich, hat dieses Spiel immer noch Schönheit und Charme. Ist immer noch was ganz Besonderes. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, wie der Nachfolger sein wird, was sie machen werden. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Soll ich euch mitnehmen? Nö.
Nö, nö. Ich bin hier schon richtig. Stelle von Weißlauf entdeckt. Ja, ein Pferd kann ich mir noch nicht leisten. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Skulva! Wo ist Skulva? Gehen wir mal hier rein. Skulva, bist du hier drin? Skulvas Frau? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun, hm? Nee, hab ich schon erledigt. Ich hab heute schon was Gutes getan. Ich kann die Bilanzen fälschen? Oder auch nicht. Warum könnte ich hier die Bilanzen fälschen? Wo ist Skulva? Ich schau nur mal rein. Ich bestehle keine alte Frau. Ich fackel sie erst ab und dann... Dann mops ich ihre Kohle weg. Da bin ich ein Ehrenmann, durch und durch. Hey, Skulva! Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Gut, 1000... Okay, habe ich nicht. Wie ihr meint? Ja, ich gehe lieber. Ich bin arm. Reitet schnell wie der Wind. Ja, hätte ich Geld, würde ich schnell reiten wie der Wind, aber... Kann ich mir nicht leisten. Nein, ist nicht drin. Ich bin Fußgänger. Der Abschaum. Der absolute Abschaum. Der Bodensatz der Gesellschaft. Dieser Mann geht mit seinen Füßen. Das widert mich an. Also, Männer. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Okay, Moment. Geld einschüchtern. Tretet beiseite sonst. Nee, ich mach einfach die Wahrheit. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Als würde ich Geld ausgeben, um da reinzukommen. Ich? Nee, ich bin chronisch pleite. Ja, also... Ihr könnt meine alten Socken haben. Die kann ich abgeben. Sonst leider nichts. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Waffen, Stahl, Engpass. Tja, der Krieg kostet eben sehr viele Ressourcen. Und jetzt auch noch ein Drache. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, kann ja sein, wer weiß, müsst ihr mich wissen lassen mit Bewertungen und liebevollen Kommentaren. Dann schreibt es in die Kommentare, logischerweise. Schwupps, Glühwürmchen. Ja, ein wunderschönes Spiel, sollte jeder mal gespielt haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mit dieser wundervollen Aussicht verabschiede ich mich. Vielleicht bis zum nächsten Mal und tschüss!